Du kennst es bestimmt auch. Im Laufe des Tages, wenn du viel sitzt oder eintönige Positionen hast, dann hast du ein paar Verspannungen. Wir zeigen dir heute, wie du mit dem Rundholz die Gesäßmuskulatur entlasten kannst. Dabei zeigen wir dir drei Stufen der Mobilität. Die dritte Stufe ist natürlich die intensivste und du schaust, in welcher Stufe du dich richtig gut fühlst. Es geht also um die Gesäßmuskulatur. Bei der Stufe 1 der Mobilität setzt du dich auf den Ball rauf mit einer Gesäßhälfte. Das sehen wir hier bei der Sarah auf der linken Gesäßhälfte. Du bringst dann deine Knie nach links, also zu der Seite, wo der Ball liegt. Und jetzt rollt die Sarah sich mit ihrem Körpergewicht auf dem Ball hin und her. Sie sucht sich im Prinzip ein paar Punkte, ein paar Bereiche, die recht verspannt sind. Man möchte ganz gerne mit den Händen so richtig Spannung aufbauen und dagegen drücken. Ziel ist es, mit einer gleichmäßigen Atmung das Gewebe auch richtig auf den Ball sacken zu lassen. Bei der Stufe 2 geht es schon ein bisschen mehr um Bewegung. Das heißt, wir suchen uns auf dem Ball einen Punkt, bei dem wir ein Wohlweh verspüren und bleiben auf diesem Punkt. An diesem Punkt angekommen, bewegen wir jetzt das Knie nach innen und außen. Da wir bei Sarah das auf der linken Gesäßhälfte hatten, führt sie das linke Knie nach außen und innen. Auch hier möchte man sich gegen diese Verspannung so ein bisschen gegenstemmen. Wichtig ist, durch eine gleichmäßige Atmung das Gewebe auch zu lockern. Die dritte Stufe ist im Prinzip die wichtigste Stufe. Die neu gewonnene Beweglichkeit nutzen wir jetzt, um sie im Gehirn zu verankern. Dazu begib dich bitte in eine 90-90-Position. Das heißt, dass das vordere Knie und das hintere Knie ungefähr einen 90-Grad-Winkel haben. Gehe dann mit dem gestreckten Oberkörper Richtung vorderem Knie und richte dich danach wieder auf, wechsel die Beine zur anderen Seite rüber und führe das Gleiche auf der Seite durch. Sarah führt das jetzt in ihrem Tempo ein paar Mal durch. Und es ist wichtig, dass du das am Ende dieser Mobilitätsübungen durchführst, denn das ist eigentlich das Entscheidende. Komplexe Bewegungen verankern sich am besten. Es gibt viele Ansätze beim Mobilitätstraining. Wir haben dir jetzt drei Stufen gezeigt. Ziel ist es, dass die dritte Stufe mit den komplexen Bewegungen immer das Ziel ist und durchgeführt werden sollte. Aber manchmal braucht es auch ein sehr niedriges Level, weil du vielleicht Beschwerden hast oder sehr starke Verspannungen hast. Wenn du jetzt sagst, dass dir der Ball ein bisschen zu sehr wehtut, dann mach das Gleiche bitte gerne mit der Rolle. Das ist etwas angenehmer. Und wenn du Interesse hast an weiteren Mobilitätsübungen, dann schau gerne in den Link, in die anderen Videos rein. Wenn du Infos haben möchtest zum Personal Training, in den Link klicken.